Der App-Tipp der Woche. Ja, einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Ich habe heute wieder eine App, die ich vorstellen möchte, die sich um das Thema Video, Foto dreht. Und vorneab schon mal gesagt, wer diese Videos hier von mir nicht verpassen möchte auf meiner Seite, der sollte die auch liken oder kommentieren oder sogar teilen, weil dann erscheinen sie auch häufiger in eurer Timeline. Beziehungsweise erscheinen alle in eurer Timeline. Okay, wir fangen mal an. Es geht heute wieder natürlich um meine iPhone-App. Ich habe leider kein Android-Gerät zurzeit. Deswegen stelle ich ausschließlich Apps vor, die es auf jeden Fall auf dem iPhone gibt und eventuell auch auf dem Android-Geräten. Okay, wir gehen in meinen Bereich Video. Und zwar möchte ich den sogenannten T-Downloader vorstellen. Ich habe eine Version vom T-Downloader, wie man hier sieht, die mir Werbung anzeigt. Finde ich ehrlich gesagt nicht so tragisch. Ansonsten kann man für 2 Euro auch diese App kaufen. Und dann ist die Werbung verschwunden. Aber was macht diese App? Diese App greift Videos ab, die wir uns im Internet anschauen können, zum Beispiel bei YouTube oder auch bei Facebook. Und genau diese beiden Beispiele möchte ich jetzt einmal kurz demonstrieren. Warum braucht man das? Natürlich hat man nicht immer überall Internet oder die mobilen Daten sind aufgebraucht, beziehungsweise man hat zu wenig von der Flatrate in hoher Geschwindigkeit, dass man das unterwegs dafür zumindest aufbrauchen möchte. Wir haben das zum Beispiel mal genutzt, als wir im Urlaub waren und haben im Hotel uns über WLAN so ein paar Tatortfolgen runtergeladen, dass wir für den Heimflug und am Flughafen da was gucken konnten. Und weil die Tatortfolgen gibt es fast alle bei YouTube und wahrscheinlich gibt es sehr wenige Leute, die wirklich alle schon gesehen haben. Und deswegen haben wir uns die runtergeladen. Okay, ich demonstriere das mal kurz. Habe hier die Möglichkeit in dem Menü den Browser aufzurufen, meine bisherigen Downloads aufzurufen, kann auch Videos hochladen. Bei Dateien sind die abgelegten Downloads hinterlegt und dann gibt es noch jede Menge Einstellungen und einen Mini-Player. Und ich kann hier unten auch noch Playlists anlegen. Okay, aber ich möchte hier nicht immer auf jedes Detail eingehen, sondern eine Hauptfunktion vorstellen. Deswegen gehe ich jetzt mal in den Browser, habe hier schon YouTube offen. Hier ist ein Video von der Slammerin Julia Engelmann. Das kann ich jetzt einfach mal starten. Und wie ihr hier seht, kommt hier direkt ein Pop-up, was mich fragt, ob es das Video herunterladen soll. Ich kann halt jetzt ablehnen mit dem X, kann aber auch auf diesen Pfeil drücken und dann wird dieses Video heruntergeladen. Er fragt mich jetzt, wie es heißen soll. Ich nehme natürlich den Titel von YouTube, macht Sinn. Fragt mich noch, in welches Verzeichnis es heruntergeladen werden soll. Dann drücke ich oben auf Herunterladen. Und dann wird das im Hintergrund auch schon heruntergeladen. Ich kann jetzt nochmal das Menü öffnen, sehe jetzt bei Downloads eine 1 und sehe hier das Video, das ich jetzt auch anwählen kann. Und da ist es. Und kann es mir jetzt hier in voller Länge und auch in der besten Qualität anschauen. So, das hört dann automatisch auf. Im Mini-Player sehe ich es hier, hört doch nicht automatisch auf. Ich kann es aber jetzt hier stoppen. Okay, dann das zweite Beispiel, was ich bringen wollte, war von Facebook. Ich habe übrigens hier im Browser unten auch Lesezeichen, die ich anlegen kann. Habe hier auch 2 Fenster offen. Einmal habe ich hier YouTube und einmal habe ich hier oben auch Facebook offen. Ich habe hier schon eine Seite vorbereitet von Facebook, zwar die von Calvin Hollywood, bekannten Fotografen und Photoshop-Trainer und alles mögliche Trainer. Und der hat oft Videos und hier habe ich ein Video, was ich gerne zeigen möchte, beziehungsweise euch das hier demonstrieren möchte. Ich kann das Video hier starten und auch hier kommt Videolink gefunden. Drücke hier auf den Download-Button und das Video wird genau wie bei YouTube heruntergeladen. Ich kann jetzt hier in die Downloads sehen, sehe hier das fertige Video. Kann jetzt hier auch auf Dateien gehen, habe hier auch die Möglichkeit, wie gesagt, Ordner anzulegen und die Dinger in die Cloud zu schieben und weiß ich wohin. Genau, und kann halt hier mir jetzt dieses Video halt von Calvin Hollywood angucken und kann auch vorspielen und so weiter und so fort. Genau, das soweit zu dieser App. Ich finde es sehr nützlich, vor allem wenn man sich, wie gesagt, zu Hause schon mal was runterladen möchte, was man sich unterwegs im Flugzeug oder im Zug angucken möchte. Und daher empfehle ich
diese App. Den Link dazu, den poste ich natürlich noch zusätzlich in die Kommentare bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, bei Facebook das Video teilt, liked und kommentiert. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was für Apps man vorstellen könnte oder wenn ihr Fragen habt, was auch immer. Und bei YouTube freue ich mich natürlich genauso über Kommentare, Fragen und Anregungen. Alles klar, bis hierhin und einen schönen Tag noch. Tschüss!